Marie, Sie leben... Bin ich dran? Ja. Sorry, ich wollte Sie jetzt nicht erschrecken. Ich habe hier meine Gummibärchen sortiert und meine Salzstangen. Dann anders als Andreas Englisch meine Frage ganz lang. Zurück. Ja, dann kann ich noch schnell die Salzstangen zu Ende. Wir wissen ja, dass Sie große Teile des Jahres in Frankreich verbringen, in der Nähe von Avignon. Aber Sie kommen eigentlich aus Norddeutschland. Und deshalb, es gibt Menschen, die verbinden mit dem Eintritt in ein bestimmtes Land ein Ritual, das Erste, was sie machen. Also, wenn sie über den Brenner fahren, gleich an der ersten Raststätte anhalten und Cappuccino trinken oder so. Was machen Sie, wenn Sie nach Norddeutschland kommen? Da gibt es das gar nicht mehr. Ich ziehe mir als Erstes einen ganz kleinen, feinen Schutzmantel an, den man in Südfrankreich nicht braucht. Nicht wegen des Wetters, sondern wegen der Stimmung. Wegen der Stimmung? Der seelischen Stimmung. Die ist so ein bisschen anders, so ein bisschen so, oh, ja, kleine Vorsichtsmaßnahme. Dann stelle ich fest, dass man bei den Toiletten, bei den Autoraststätten bezahlen muss. Das finde ich unfassbar, ich kletter immer unten durch. Und dann kaufe ich mir richtig schönes Schwarzbrot mit ganz dick Butter drauf. Und das kommt dann auch noch mit in die Provence? Ja, das kommt auch mit. Ich bin ja eine, ich habe immer so einen Mary Poppins-Sack mit Essen dabei. Ich habe so einen entzückenden Fahrer in Frankreich, der mich immer zum Flughafen fährt. Und er sagt immer, Marie Labouffe. Das ist so das Fressen. Hast du deine Fresstüte? Ich so, oh Gott, die Fresstüte. Und dann renne ich immer noch mal schnell in die Küche. Und da ist immer, ich habe jetzt eine schöne Geschichte ganz kurz zum Essen. Wir werden uns sehr gut verstehen. Okay. Ich war im TGV und hatte meine legendäre Fresstüte dabei. Das ist der Schnellzug? Der Schnellzug von Avignon nach Paris. Und meine beiden Koffer irgendwo anders geparkt und musste schnell raus, weil ich mal wieder in irgendwas abgetaucht war. Und dann ganz schnell jetzt zack, so bin ich runter. Und auf dem Weg, schweißgebadet mit Rucksack und Tasche und meine Koffer da hinten noch und meine Fresstüte, ging die auf. Weil ich Kokosmilch drin hatte und die war offen. Und das hat alles weggesuppt, also die ganze Ladung. Und das ist wirklich viel. Salat, Spinat, Joghurt, belegte Brote, super lecker gekochtes Gemüse mit Olivenöl eingelegt und Leinöl und Mandeln. Alles unten, so kurz furchtbar. Vor der Toilette auf dem Boden. Und dann kommt ein, denn als Deutscher hat man dann die Nackenhaare oben und hört schon so, oh mein Gott, oh nein. Und keiner die Sauerei. Wie eklig und ja, und können Sie mich mal bitte durchlassen und so. Dann war da ein französisches Paar, die nichts Besseres zu tun hatten, als akribisch die heile Tüte zu nehmen, diese gesamten Sammelsurium an Essen einzusammeln, genau zu überprüfen, ob das noch gut ist oder nicht. Und dann sagt die Frau zu dem Mann, schau mal, Chérie, da läuft ein Radieschen. Ein einzelnes Radieschen, was vor die Toilette kullerte. Und mit Hingabe hat die Frau dieses Radieschen aufgehoben. Chérie, schau mal, sogar ein Radieschen. Dann habe ich irgendwie gedacht, so, das ist der Grund, warum meine Liebe zu Frankreich seit 11 Jahren wächst und wächst. Ich habe verstanden, also die Annäherung an Norddeutschland ist grundromantisch. Toiletten, die man ein innerer Schutzmantel. Aber es gibt einen ganz tollen Satz von Ihnen, den Sie heute Abend dementieren können. Wenn er nicht stimmt, Sie haben mal gesagt, Sie haben das ganz große Glück in Ihrem Leben gehabt, dass Sie Ihre Träume auch verwirklicht haben. Sie wollten als kleines Mädchen immer ein Pferd oder ein Esel haben. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Und mit 10 oder 11 hatten Sie das auch. Ich weiß zwar nicht, ob ein Esel oder ein Pferd, aber eins von beiden hatten Sie. Und dann war für Sie auch klar, als Sie Pippi Langstrumpf gesehen haben, irgendwann will ich sowas auch machen. Wie toll. Ja, also es ist ganz ehrlich so, weil ja viele mich auf dieses Pippi Langstrumpf-Thema ansprechen. Das klingt ja immer so ein bisschen mädchenhaft, kitschig und so. Warum? Ja, weil Pippi Langstrumpf ist doch toll. Ja, das finde ich schön, dass Sie das jetzt noch mal so sagen. Ich finde, es ist die Frau unserer Zeit nach wie vor. Also... Wenn man ein Viertel von Pippi Langstrumpf heute als Frau lebt, diese Freiheit, diese Selbstbewusstsein und die Stärke. Ich habe in einem meiner letzten Interviews gesagt, das Einzige, was mir noch nicht gelungen ist, zwei Männer gleichzeitig hochzuheben, das kann ich nur mental. Aber Sie arbeiten dran. Ich arbeite dran. Und es ist tatsächlich so, dass ich heute in diesem kleinen Zauberdorf da bin und
mich wirklich manchmal richtig kneifen muss und denke, irgendjemand hat mir das geschenkt. Und in ganz seltenen Momenten sage ich mir dann, das hast du dir selber geschenkt, dass ich diesen Rhythmus leben kann, dass ich mit meinem Pferd und meinem rumänischen Flüchtlingshund durch den Wald, die größte Diva der Familie ist, durch den Wald reite und abends irgendwie stumm vor Staunen stehen bleibe und mir den Himmel angucke und weiß, ich kann jeden Tag, wenn ich möchte, sonst wohin fahren. Und natürlich habe ich auch meine Arbeit, aber das ist einfach wirklich wahnsinnig schön, das so zu leben. Klar. Nun hat man Ihnen Ihr Applaus. In der Jugend schon immer gesagt, mein Gott, sind Sie Romy Schneider ähnlich. War die Vorstellung, Sie irgendwann mal auch zu spielen, auch ein Traum oder eher ein Albtraum? Das war überhaupt nicht in meinem Universum. Also diese ganze Geschichte mit der Beschäftigung mit Romy Schneider kam immer von außen. Ich habe auch nie zu Hause gestanden und irgendwelche Identitätskrisen mit ihr klären müssen. Es kam dieser Vergleich, seit ich 16 war. Ich wusste damals gar nicht, wer das ist, weil ich ja ohne Fernseher aufgewachsen bin und im Kino eben eher in den jüngeren Jahren mit Pippi Langstrumpf beschäftigt war. Und dann habe ich eigentlich erst zum Tod ihres Sohnes, erwähnte meine Mutter mal. Dass, waren Sie 12, glaube ich? Da war ich 12 und erwähnte, dass eben der Sohn einer sehr besonderen Schauspielerin auf tragische Weise gestorben ist. Sie hat mir das irgendwie erzählt, das hat mich sehr berührt und dann habe ich das wieder ad acta gelegt. Und habe erst in meiner Ausbildung mich mit ihr beschäftigt. Und ich war immer total klar über die Jahre, wo mir Projekte mit ihr in Verbindung angeboten wurden, waren es immer Biopics. Biopics, muss man einmal erklären, das sind so Biografien, lebensbiografische Filme, Filme, die ich schon als Genre immer wieder schwierig finde, weil man in kurzer Zeit, die der Film nachher dann ist, versucht sehr, sehr viel zu erzählen. Und für mich ist und bleibt Kino, so weit und tief in die Zelle reinzukommen der Menschen wie möglich. Und das ist in den Biopics für mich oft nicht der Fall. Also Sie haben sich lange Zeit gelassen, dann haben Sie es doch gemacht. Und ich finde, das hat sich gelohnt, das Warten. Ja, und dies hat halt eine andere, ganz gänzlich andere Form gehabt. Und das sind drei Tage, die Sie da spielen. Drei Tage in der Bretagne, in Quiberon, einer Ortschaft, wo ein großes Hotel stand, das eine Art Sanatorium war. Steht immer noch. Steht immer noch? Ah, ja. Kann das sein, dass da so Fastenkuren angeboten werden? Genau. Ein Freund von mir geht da immer hin. Also es war das erste Hotel, was so eine... Sie wollte sich da entgiften ein bisschen. Diäten und damals so das, was wir heute gesunde Kost, Trennkost, Rohkost und so weiter nennen, anbieten. Und also sie ist da und sie hält es alleine offenbar nicht aus. Sie lässt ihre beste Freundin aus Wiener Zeiten kommen und sie lässt zwei Journalisten vom Stern kommen. Einen Redakteur und einen Fotografen. Und in diesen drei Tagen zeichnen sie ein Interview auf, das es in sich hat. Und aus diesem Film, Drei Tage in Quiberon, haben wir einen kleinen Ausschnitt. Da sehen wir, der Film ist gerade abgedreht worden. Nicht wundern, dass er schwarz-weiß ist. Das macht ihn in meinen Augen besonders authentisch. Bitte schön. Weil ich im Film gesagt habe, ich habe Mühe, das auseinanderzuhalten. Das sind Sie, das ist nicht Romy Schneider. Die sehen wir auch gleich noch mal. Und hier habe ich den Stern von 1981, Titelgeschichte, wo dieses Interview erschien, geführt von Michael Jürgs, der übrigens viel netter und sympathischer ist als im Film. Der Arme, ja. Ja, wirklich, der hat es wirklich da böse erwischt. Und wissen Sie, was mir wirklich aufgefallen ist? Das ist ja... Neben der Offenheit dieser Frau, die unglaublich ist, der Stern hatte damals 306 Seiten. Unvorstellbar, schauen Sie mal, das ist ein Telefonbuch. Ui. Das waren Zeiten, oder? Ja. So, und diese Frau sagt in diesem Interview Dinge wie, ich kann mich selber nicht mehr sehen, ich bin eine 42-jährige unglückliche Frau. Solche Dinge sagt sie, ich habe kein Geld mehr, ist alles weg. Würde das heute noch irgendeine Ihrer Kolleginnen sagen? Würden Sie solche Einblicke in Ihr Seelenleben gewähren? Na, ich ganz sicher nicht. Ich habe sehr früh für mich geklärt, wo ich anfange als Privatmensch, als Schauspielerin und wo dann die Begegnung mit dem Außen, mit der Presse ist. Und ich glaube, diese Frau ist als 14-Jährige so bekannt gewesen wie ein junger Popstar,
mit einer Mutter im Rücken, die auch stark in die Öffentlichkeit gegangen ist und sie sicherlich nicht einem 14-jährigen Mädchen entsprechend immer schützen konnte. Und wenn man das nicht gelernt hat, diesen Rahmen zu schaffen, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig als Erwachsener, diese Parameter wirklich zu finden. Sich abzugrenzen, meinen Sie? Ja. Und sie hat unendlich unter der Presse gelitten und hat trotzdem eben diese Offenheit gehabt, jedenfalls gegenüber diesen beiden. Ja, und natürlich ist auch das wiederum, kein Mensch nennt diese Frau Romy Schneider, das nervt mich kolossal, immer dieses Romy, 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 wo ich immer sage, ich kenne sie nicht, kannte sie nicht, für mich ist das Romy Schneider. Aber das ist diese merkwürdige Nähe, die die Menschen, man sagt auch nicht Katrin oder Annick oder Jeanne, sondern man sagt Jeanne Romo und Katrin Deneuve. Und bei Romy ist es immer Romy, Romy Schneider. Weil sie irgendwie allen gehört, so das ist die Vorstellung. Hat irgendetwas gehabt, wo so eine starke Öffnung war und diese Schutzlosigkeit und wir schauen Sie uns mal einen Moment an, wie die echte Romy Schneider, die der erste Mann hat so viel gesprochen und ich werde immer unterbrochen. Nee, Entschuldigung. Ich habe das viel unterbrochen. Er macht einfach Gewinn, weil er so schnell war. Dürfen wir uns das trotzdem anschauen? Sie, die sich über die Presse in der Tat beklagt, in einer Talkshow von 1974, Dietmar Schöner, ja. Ihr später. Ich werde aber meinen Gedanken gleich noch zu Ende erzählen. Ja. Also womit hängen diese Missverständnisse Ihrer Meinung nach zusammen? Ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Man hat mir übel genommen, dass ich nach Frankreich gegangen bin, wobei man vergessen hat, die Presse vergessen hat. Ich glaube niemals das Publikum, denn ich glaube auch nicht, dass das Publikum mich weiter als Sissi sehen will. Nein, sicherlich nicht. Ich glaube das nicht. Die Presse spielt das weiter hoch. Ich kann ja kaum eine Seite im Spiegel, sei es der Spiegel oder was anderes, Personalien aufmachen. Da steht der Name, mein Name und in Klammer Ex-Sissi oder die Jungfrau von Geisel-Gasteig. Was weiß ich. Ich meine, das hat immer noch nicht aufgehört. Mit der Bitte um Entschuldigung den Gedanken weiterführen. Sofort entschuldigt. Also es ist so, dass ich vermute, dass sie eine unglaubliche Sehnsucht bis zuletzt gehabt hat, mit der deutschen Presse und dem deutschen Film Landschaft wieder in Frieden zu kommen. Und genau das, was sie da eben sagt, das ist ja ein bisschen wie wenn die Tochter aus dem Haus geht und die Eltern sind nicht bereit, diese Schritte mitzumachen, dass sie erwachsen wird, dass es eine ersten Mann Frau wird. Zu akzeptieren. Ja. Genau, und eine veritable Schauspielerin und so weiter. Das Talent hatte sie ja von Anfang an. Und da wurde gebremst. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie wenn man so aus der künstlerischen Familie rausgeworfen wird. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und Deutschland und Österreich kann da sehr, sehr hart sein. Und das ist mit ein Grund gewesen, vermute ich, dass sie sich das noch mal so rangezogen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo es ihr so 360 Grad in einer emotionalen Sackgasse steckend unglaublich schlecht ging, trotzdem sich sie wollte ihr Bild wahrscheinlich darauf eingelassen. Oder sie hat gehofft, ihr Bild zu korrigieren. Ein bisschen auch. Und ich glaube, was die meisten Menschen gar nicht wissen oder nicht bewusst ist, die Romy Schneider wäre 80 geworden in diesem Jahr. Unfassbar. Ja. Sie haben gesagt, dass Romy Schneider geraucht hat wie ein Mann. Sie mussten ziemlich viel rauchen in dem Film. Wie raucht denn ein Mann? Naja, eher männlich, habe ich gesagt. Ne? Sie hatte ja was sehr... Ich bin sehr auf alles vorbereitet. Maskulin. Ach, wie toll. Ich wollte schon fragen, Wein gibt es auch nicht mehr in diesen Sendungen, oder? Doch, doch. Doch. Ich dachte, das ist Apfelsaft. Ich habe schon oft gedacht, dass das Apfelsaft und habe es deshalb getrunken und dann war es Wein. Das ist viel schlimmer so rum. Ich habe beim Drehen einmal Wein bekommen, weil wir in Deutschland mit einem französischen Regisseur gedreht haben, der Einzige war, der es Recht hatte, vertraglich wirklich, mittags ein Glas Wein zu trinken. Dann bin ich also hin und habe gesagt, du Denny, du möchtest noch einen Schluck? Dann bin ich hin und bin mit dem Becher wieder zurück und hatte nur, ich habe dir zur Sicherheit noch mal einen zweiten mitgebracht und den habe ich mir dann schnell irgendwo hingeschoben, weil man darf das wirklich nicht in Deutschland. Oh, dürfen wir jetzt alle rauchen? Herr von Schirer, ich glaube, ein großer Rauch. Wahnsinnig. Ja, ich habe Zigarren vergessen. Ich würde auch gerne rauchen. Das ist ja toll. Also, Sie rauchen. Ja, ich fühle mich sofort wieder ganz zu Hause hier. Also, wie hat sie geraucht?
sie hat halt nicht so dieses Aufgestellte, was manchmal, oder so dieses, ne, sehr feminine, diese Hand so gehalten, sondern eben mehr so. Ach so, okay. Aber ich sehe es so gerne, ehrlich gesagt. Marie, aber Sie waren, glaube ich, auch mal verliebt in Romy Schneider, oder? Habe ich gelesen. Ich auch. Sie auch? Ja. Katja auch. Da, dazu ganz kurz, entschuldigt, jetzt unterbreche ich euch, das ist auch nicht höflich, aber ein Kollege... Kann ich mal ziehen, kurz, während du... Mein Schauspielfreund Thierry Lhermitte, der hat mit ihr gedreht, da war der 28 und sie war 35. Und er sagte, man hat sich unmittelbar in diese Frau verliebt und man hatte sofort das Gefühl, man muss sie beschützen. Das war so sein Satz und das ist was, was, glaube ich, viele empfunden haben. War das auch bei Ihnen, Herr von Schirach, der Grund, warum Sie sie toll gefunden haben, weil sie so was Zerbrechliches ausgestrahlt hat? Ja, würde ich sagen. Ich fand sie in dem Film The Swimming Pool mit Alain Delon so absolut großartig. Ja. Also so wirklich vielleicht sogar der tollste Film, den sie gemacht hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie nie so schön war wie in diesem Film. Das ist ganz großartig. Ja. Sind Sie zum Schluss empfänglich für ein Kompliment? Ich habe gestern... Darf ich rot werden dann? Oder? Ja. Das wird Sie rühren, bin ich ganz sicher. Weil gestern habe ich Michael Jürgs angerufen, der Mann, der das Interview damals mit Romy Schneider geführt hat und in dem Film so unvorteilhaft dargestellt wird. Ich habe ihm gesagt, als Sie da Marie Bäumer gesehen haben, hatten Sie das Gefühl, die sind sich ähnlich? Und da sagte er... Am Schluss bin ich immer tiefer in meinen Sessel gerutscht und habe gesagt, Romy, du lebst ja doch noch. Das ist cool. Das ist cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann nur eins sagen, mach die Zigarette aus, weil wir sonst die nächsten vier Wochen wirklich beschäftigt sind, Zuschauerproteste niederzubügeln und abzuwenden und zu beschwichtigen. An sich ist Rauchen was ganz Furchtbares. Vielen Dank. Ja. Ja.